12. November des Jahres 1933 ist der Gründungstag der ersten islamischen Republik Ostturkestan, welche bis 1934 standhielt. Die darauffolgende Zweite Republik Ostturkestans wurde am 12. November 1944 gegründet und bestand bis 1949. Russland und China beschlossen damals vereint, Ostturkestan für China zu annektieren. Wir wünschen alles Gute zum Gedenktag der Ersten und Zweiten Republik Ostturkestans. Libyer, Kasachen, Usbeken und Tadschiken werde der Aufenthalt erleichtert, veröffentlichte die staatliche Zeitung. Der visumsfreie Aufenthalt sei von 30 Tage auf 90 Tage erhöht worden, so der Präsident. Allerdings mit der Auflage, dass innerhalb aller 180 Tage die angegebenen 90 Tage nicht überschritten werden. Dem Sender Russia Today teilte Putin mit, dass Europa ein starkes und wirtschaftliches Bündnis sei. Darum sei es normal, dass die einzelnen Mitgliedstaaten in Fragen der Verteidigung und Sicherheit ihre Unabhängigkeit bewahren wollen. Weiterhin beurteilte er die Gründung einer EU-Armee als eine positive Entwicklung. Bundeskanzlerin Merkel deutete die Situation im Jemen als eine der größten menschlichen Katastrophen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wies auf die problematische globale Flucht- und Migrationskrise hin. Frankreichs Macron äußerte als Ziel des Forums, Schritte für den Frieden in die Wege zu leiten. Einige deutsche Spezialkräfte innerhalb der militärischen Strukturen sollen Anschläge auf deutsche Politiker im Sinn gehabt haben. Geplant war, unliebsame Politiker geografisch zu bündeln, um sie anschließend zu exekutieren. Laut Focus habe die Generalbundesstaatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen gegen Franco A. ein weit größeres Komplott aufgedeckt.